Also Leute, ich weiß nicht, wie viele von euch Bescheid wissen, was wir jetzt hier genau machen. Wir haben einen Verein gegründet und zwar InterGAG. Das Inter steht für international, denn wir haben eine große Mission. Wir möchten einen wirklich, wirklich internationalen Verein aufbauen. Also internationaler geht es an sich eigentlich nicht. Jede Nation maximal nur einmal vertreten. Das, was erstmal hier wichtig zu beobachten ist, jeder Spieler, der hinten am Namen eine 1 hat, und das sind leider noch sehr viele, die sind momentan nicht gewollt. Das sind alles Spieler, die ursprünglich noch am Anfang der Saison im Kader des Vereins waren. Dann kamen wir und sind dabei, Spieler zu verpflichten. Ganz simples Beispiel. Wir haben zum Beispiel hier auf der 10 einen von aktuell 5 Nationen mittlerweile verpflichtet. Das ist Garbett, Neuseeland. Er hat keine 1 hinten am Namen. Er hat den Slot für Neuseeland aufgebraucht. Wir werden in diesem Verein in der Historie niemals einen anderen neuseeländischen Spieler verpflichten. Er wird für immer neuseeländische Nummer 1 für uns bleiben. Es wird nie einen anderen Spieler geben aus Neuseeland. Wir haben unter anderem auch Abdurizak aus Katar auf dem Flügel rechts. Wir haben Carroll Nordirland in der Innenverteidigung. Dann haben wir Grétarsson Island in der IV. Und im Tor, da bin ich eigentlich mit am stolzesten drauf, haben wir Alvarez aus Andorra. Unser mehr oder weniger teuerster Spieler bis dato. Wir haben die Möglichkeit genutzt, eine Nation wie Andorra zu verpflichten als Torwart. Wir werden natürlich keinen anderen Spieler aus Andorra generell finden. Mit einer 67, ich glaube, er ist auch um die 20 rum, sehr jung, haben wir halt einen Spieler, der hat Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Und wir verbrauchen keine wichtige Nation, die wir vielleicht später noch brauchen könnten in Liga 1 oder für irgendwelche internationalen Wettbewerbe irgendwann, weil das ist das Ziel. Das heißt, hätten wir jetzt halt zum Beispiel einen Spanier im Tor direkt verpflichtet in Liga 3 mit einer 65, das wäre natürlich Quatsch, weil wir brauchen die Nationen, die sehr, sehr gut sind, noch später. Das sind wir hier drüben. Unser Plan ist auf jeden Fall, weil es läuft halt schon der Ligabetrieb. Wir haben unser erstes Auftaktspiel zwar 1-0 gewonnen und haben die ersten Punkte geholt, aber wir müssen weitermachen und mehr Spieler verpflichten. Auf jeden Fall die erste Elf. Die erste Elf muss komplett halt aus 11 verschiedenen Nationen bestehen und die ganzen Spieler mit der 1 hinten müssen weg. Deswegen muss jetzt hier ein bisschen was passieren. Positionen, die halt sehr wichtig sind für uns, sind weiterhin, wir werden nicht in dieser 5-4-1-Formation spielen. Wir brauchen aber auf jeden Fall Stürmer. Wir brauchen noch was auf dem Flügel, weil wir werden auf jeden Fall mit einem Flügel noch spielen. Und ansonsten noch Verteidiger. Wir brauchen eigentlich Fullbacks auf beiden Seiten, weil ich werde nicht mit Dreierkette spielen. Und wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch einen IV. Also linker Flügel, Offensivspieler im Sturm. Ja, linker Flügel, Offensivspieler, Sturm. Sowas in die Richtung, da brauchen wir auf jeden Fall mindestens zwei Außenverteidiger, zwei Schienenspieler und auf jeden Fall nochmal ein IV. Das ist das, was wir brauchen. Budget aktuell, wir wirtschaften halt ganz gut. Wir verkaufen momentan die ganzen Spiele mit der 1 hinten. Wir haben 2 Millionen. Das ist halt ehrlich gesagt nicht mal so viel für das, was wir vorhaben. Wir sind momentan fleißig am Scouten immer wieder zu Nationen, die ein bisschen besonderer sind. Da haben wir halt zum Beispiel Spieler wie einen Tutskinjas aus Litauen. Natürlich möglich, 19 Jahre, 61, Marktwert sieht eigentlich echt okay aus. Und so eine Nation wie Litauen, da haben wir halt niemals einen Spieler über 70. Das heißt, das ist nicht verkehrt, so eine Nation wie Litauen jetzt zu verbrauchen. 19 Jahre, 61er Rating. Ich glaube, ich klopfe da mal an. Lass mich mal ganz kurz kochen. Das wäre unser 6. Spieler und wir brauchen zu 100% Fullbacks. 19 Jahre, ich sehe das Potenzial. Wir sind momentan in Liga 3. Also, wir haben wie gesagt auch noch spielertechnisch natürlich auch eine Menge Material. Vielleicht mal mit so 275.000 so ein Spieler. Und dazu nochmal ein 100er. Was sagst du dazu, mein Bester? Just me, danke dir. Der will halt straight off 600.000. Das ist der Marktwert. Spannung aber ziemlich hoch direkt. Er will keinen Außenverteidiger. Was haben wir denn im Mittelfeld? Werner ist zu teuer. Wir haben echt teure Spieler teilweise, ne? Okay, dann machen wir einen 1:1 Tausch. 900.000, ich pay jetzt krass over. Aber dann haben wir halt den Spieler direkt.
Another Success, danke für 33 Monate. Nimmt er an. Wir geben kein Geld aus, aber vergeben halt einen Spieler, der potenziell weitaus mehr... Boah, vielleicht hätten wir den für 1 Million verkaufen können, ne? Weiterverkaufsgebühr. Leute, wir werden den nie verkaufen. 550 Euro verdient der momentan. Mein Bester. Das können wir dir bieten. 5-Jahres-Vertrag. Der sieht aber für 19 auch schon ein bisschen verbraucht aus. Gehalt. 500 Euro. Hören wir mal zu, das reicht. Faires Angebot, damit ist er zufrieden. Klasse. Und damit haben wir Spieler Nummer 6. Spieler Nummer 6, Artemius Tutsikinas. Eine 62 auf der linken Verteidigerposition. Bro, er sagt mir direkt F, ne? Oh Gott, ich glaube, ich habe vielleicht echt Scheiße gebaut. Okay, gut. Vielleicht habe ich echt einen zu teuren Spieler hergegeben. Aber dafür jetzt erstmal auf Außen junges, frisches Talent. Und wir haben Spieler Nummer 6. Und damit haben wir Litauen auf unserer Liste verbraucht. Johann Roche, 825er Marktwert. Wir brauchen ein IV. Was sagt ihr? Vielleicht mal da in Richtung Benin anklopfen und mal vielleicht mal so 500.000 auf den Tisch hauen? Komm. Ich sag ehrlich, wir müssen ein paar Spieler verpflichten. Wir klopfen an. Ich habe eine Vision und ich sage ehrlich, Spieler hier aus Benin, das kriegen wir hin. Transfersumme. Wir starten mit 450.000. Hör mir zu, du kriegst nichts Besseres. Das ist reinste Zeitverschwendung. Bro, du tust so, als hätte ich keine Ahnung was gesagt. Alright, das haben wir dann auf jeden Fall gegen die Wand gefahren. Ich bin gespannt, er hier ist aus Monsterrad. Kann mir mal jemand sagen, was der für einen Marktwert hat? Beziehungsweise was für einen Rating? Weil das ist halt eine Nation, die ist free. Aber der spielt bei Reading. Das wird halt schon nochmal ein bisschen ins... Also das wird ins Geld gehen. 62, 63, 750k. Okay, mal anklopfen. Wir brauchen noch einen IV. Monsterrad ist doch super. Dann gehe ich jetzt hier nochmal mit unseren Begnadeten. 470.000 rein. Hör mir zu. Wir haben nicht so viel Geld. 520.000. Weiterverkaufsgebühr entfernen. Und wir gehen auf 500.000. Ups, sorry. Missklick. 500.000. Und dann haben wir einen super IV aus einem Land, das free ist. Aber wir werden niemals einen anderen Spieler aus Monsterrad verpflichten. 520 machen wir. Super. Haben wir einen richtig guten Innenverteidiger. Für dritte Liga super Potenzial. Der muss dann halt nur gucken... Er muss halt nur gucken, er hat dann jemanden aus Litauen neben sich und jemanden aus Island. Ob das so alles gut funktionieren wird, da müssen wir halt dann einfach gucken, dass wir eine gute Einheit bilden. 5-Jahres-Vertrag. Super Villa. Keine Freigabesumme. 700 Euro Gehalt. Naja, dann kriegst du aber 7.000 Euro mal auf die Hand. Dann willst du aber mehr verdienen. Also jetzt werde ich langsam frech. Also jetzt wird's frech, ja? So, nächster Spieler. Monsterrad. Ist ein super Deal. Wehe. B. Und Rating haben wir eine 64 sogar. Super. Super, super, super. Wir müssen jetzt mit unserem halben internationalen Kader, müssen wir jetzt by the way kochen, gegen die zweite Mannschaft von Dortmund. Das ist noch nicht final, aber wir gucken uns das Ganze mal an. Wir gehen in das Spiel rein und eventuell sehen wir auch schon die ersten Beobachtungen. Unser zweiter Spieltag. Wir haben natürlich das große Ziel. Warte mal, speck ich jetzt komplett... Was ist denn das? Super Ball von Carroll, aber ich habe eigentlich gedacht, wir haben eine andere Ansicht. Du kannst auch X drücken. Aber das ist geil.
Boah, dass es mittlerweile so möglich ist, finde ich gut. Ja, aber okay, das ist halt Quatsch, jetzt hier zuzusehen, weil wir so oder so die meisten Spieler noch nicht kennen. Aber das hier ist unser Kollege aus Litauen. Super Bewegung. 19 Jahre. Carroll, Nordirländer. Zieh mal. Aber das ist cool gemacht, dass man mittlerweile auch so schon gucken kann. Aber gehen wir mal so weiter rein lieber. Also, gelb gegen schwarz, 1-0 hinten, erstes Gegentor. Ja, aber was soll ich jetzt schon auch erwarten von den Jungs? Logisch sind die momentan noch überfordert. Wir haben ja noch nicht unser Projekt Inter-GAG, auch es ist ja noch nicht mal ansatzweise... Vier eins ist okay. Grétarsson, unser Isländer, hat mit einem Tor seinen Teil gemacht. Bierhalm, danke dir auch. Aber Leute, ich glaube, ihr stimmt mir zu. Es muss definitiv was passieren. Hier muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen was verpflichtet werden. Wir müssen unbedingt noch mal ein bisschen was mit dem Training machen. Also, let us mal gucken. Kaltak aus Vanuatu, ein IV. Ja, können wir noch gebrauchen, aber erst was die anderen Positionen wichtiger. Hier wäre ein linker Flügelspieler. Sierra Leone, 27 mit einer 64. Der Betrag sieht eigentlich gut aus, aber das ist mir eigentlich... Nee, das ist mir zu wenig. Wir brauchen eigentlich sogar schon noch mal ein bisschen mehr direkt auf dem Flügel. Aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich vorne unser Striker. 29 Jahre alt, José Feirado. Marktwert 1,6. Wir haben freie Spieler schon alles so gut wie möglich abgeguckt. Das wäre halt ein Spieler, der da vorne bei uns in der Box... Der kann uns direkt da mal richtig gut aushelfen. Oder wir machen halt einen Spielertausch. Ich meine, wir haben Spieler noch mit richtig dick. Wenn ich muss, Matthias Werner. Matthias Werner. 1,3 Millionen Marktwert. Okay. 1,45. glatt. Das könnte unser Traumstürmer aus Panama sein. 1,3 Millionen. Wir haben unseren Stürmer für Liga 3. José Barriado aus Panama. Hört mir zu, er wird Minimum 25 Buden machen. Was, der will 13? Der Digga, oh mein Gott, was verdient der? Was verdient der? Jahresvertrag. 2 Jahre. Kannst du dich mit dem Verein nicht identifizieren? So, was willst du verdienen, mein Bester? Springst du mir auf, wenn ich sage, dass du 10k nur bekommst? Faires Angebot. Okay, Liga 3 und er verdient 40.000 im Monat. José macht vorne die Buden, ne? Ich habe da eine Mission. Ich habe da einen Plan. Da vorne in der Box, da habe ich jetzt einen Stürmer mit José Fallado. Nächste Nation verbraucht Panama. Ich krieg ein A. Der hat da vorne eine 70. Bestmöglicher Deal 1-3. Maximum rausgeholt. Und eigentlich müssen wir mit Bakitor Zainotinov direkt weitermachen. Aber ich weiß nicht, wir haben nicht so viel Geld. Ja, wir haben 1 Million, Bro. Wir haben 1 Million. Aber Schumacher kann den Verein jetzt verlassen. Fallado rein. Digga, der macht so, der wird solche Buden machen, ne? 28 und 24. Der ist 1,87. Wir müssen uns so einen Paul Arano holen, Leute. Paul Arano. Und da mal für 300k anklopfen. Einfach mal 300k auf den Tisch hauen. Wir haben... Probleme ansonsten. Wir müssen mit einem linken Flügel starten. Bolivien würde man denken, dass es da noch ein paar mehr Brocken gibt. Gibt's aber nicht. 350 kann ich machen.
aber langsam habe ich da nicht mehr am Portemonnaie. Dami, danke dir. 400.000. Komm, Abfahrt machen wir. Wir haben unseren linken Flügelspieler. Hört mir zu. Paul Arano, 28 Jahre alt, aus Bolivien. Der bringt Erfahrung und Würze auf dem Flügel. Der wird die Dinger in Richtung Panama ziehen und bekommt gute Zuspiele von unserem litauischen Linksverteidiger. Du bist wichtig. Sehr, sehr wichtig, Bro. 5 Jahre Vertrag. Auch mal die Karriere nochmal in Deutschland auslaufen lassen. 3 Jahre ist okay. Okay, du verdienst momentan 2.900. Du kriegst hier 2.500. Das ist echt viel. Ist er zufrieden? Arano Vamosch. Nur ein Stürmer. Kommt noch. Kommt noch. Erstmal müssen wir gucken, dass wir die erste Elf besetzen. Und mit Paul Arano haben wir da eine super Erfahrung links. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal hier vorne beide Flügel, Zehner und der Sechs. Unser Sechser, super besetzt. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen IV und Rechtsverteidiger. Zu 100%. Und dann muss eigentlich, dann müssen die Backups kommen. Das wird alles super knapp, ne? Hier ist einfach schon Transfer. Digga, da ist Ende im Gelände. Ich glaube, wir müssen halt, wir müssen Nationen über freie Spieler aufopfern, Leute. Aber mir wird das Herz gebrochen, wenn ich jetzt halt da eine gute Nation aufopfern muss, Leute. Das wisst ihr selber, ne? Aber wir wollen ja auch erfolgreich in die Saison gehen. Wir könnten Nikolai Alo holen aus Finnland. Würde mir ernsthaft wehtun, so früh einen Finn. Aber eigentlich müssen wir Finnland jetzt raus. Wir müssen Finnland holen. Das ist der einzige Finne, glaube ich, hier, der frei auf dem Markt ist. Mach keine großen Länder. Ja, dann nehmen wir am ehesten noch Finnland. Alo, ich brauch dich. Rechter Flügel. Du wärst Schlüsselspieler. Leute, wir müssen, ansonsten haben wir Probleme für die Saison. Wir brauchen vor allem einen Rechtsverteidiger. Gehalt 3,5. Kein Bonus, aber du kriegst was zum Einstieg, mein Bester. 3,7. Wir haben einen Spieler. Finnland nicht so krass. Finnland hat wirklich, Finnland hat ein paar 75, 70er. Aber wir sind dazu gezwungen, Leute. In ein paar Wochen beginnt die Saison. Wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Das ist Top-Besetzung. Und wir brauchen mehr Spieler im Kader. Versteht ihr das? Nikolai Alo, Finnland, ist raus. Und wir haben eine 68 auf dem Rechtsverteidiger. Ja, er ist 30. Aber wir brauchen sofort Spieler, die uns weiterhelfen können. Ich sag ehrlich, bei Axel Uri werde ich jetzt mal anklopfen. Einfach nur, weil wir auch einen Backup-Spieler brauchen. Wir brauchen aber dringend eigentlich auch noch einen IV. Wir brauchen IV, Achter und nochmal irgendeinen Offensivspieler, den wir reinwerfen können. Axel Uri, hör mir zu. Ich brauche dich. Zentralafrikanischer Spieler. Einer für die Breite. 300k. Aber ich hab nicht mehr. Okay, dann hören wir mal zu. Du kriegst von mir nochmal Maximilian Jansen. Der will Jansen. Der will Jansen haben. Ja, jetzt wird's aber richtig. Jetzt wird's kriminell. Weiter Verkaufsgebühr kriegst du alles. Aber lass mir noch ein bisschen Geld. Ich hab nicht so viel. Du bist einer von den Spielern, die ich ganz dringend brauche bei mir. Lutix, danke dir. Zentralafrika. Wichtiger Spieler. Ist okay, super. 4 Jahre Vertrag. Inter GAG.
brauche ich 800 Euro. Das können wir nicht mit einem Bonus machen. Super, nächster Spieler für die Breite. Offensivspieler für die Breite. Super. Es wird so langsam. Die nächste Nationalität, die aber jetzt weg ist. Und wir müssen hoffen, dass wir auf jeden Fall nochmal irgendwie Geld reinbekommen. Wir werden mit dieser Formation jetzt erstmal reingehen. Baumann in der IV, vielleicht in einer der wichtigsten Positionen, ist der einzige Spieler, der momentan noch nicht international ist. Ansonsten haben wir Panama, Bolivien, Neuseeland, Katar, Nordirland, Litauen, Montserrat, Island, Finnland und Andorra. Checkt ihr, was das für eine kranke Scheiße eigentlich ist? Wir gehen rein in die Simulation. Come on, Leute. Wir haben das letzte Spiel verloren. Wir müssen hoffen, dass die Jungs was zusammenbekommen. Wir haben auch eigentlich noch nicht die richtige Formation. Das muss natürlich auch noch abgestimmt werden auf die Jungs. Super Ball. Wir haben halt vorne mit Fajardo unseren absoluten Brecher aus Panama. Der muss vorne die Buden machen mit seiner 70. 29 Jahre. Der kam, um hier die Liga auseinanderzuschießen. Gegen Arminia Bielefeld. Die wissen auch nicht, was hier passiert. Wichtige Parade von Iker Alvarez. Unserem 1,90 Lachs aus Andorra. Super. Alter, was Yusuf da auf außen macht. Ja? Hat er da gepfiffen? Er hat da gepfiffen, während Pajaro gerade die Pille so festmacht, sich eindreht. Naja, alles klar. Yusuf belebt das gesamte Spiel auf rechts. Super Ball. Ja! Oh mein Gott. Uri direkt mit der Großchance, mit unserer ersten Chance in der 70. Minute. Und wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten. Noch nicht vorhanden war, dass das der einzige Spieltag war, wo wir 3 Punkte geholt haben, ist merkwürdig. Ist egal, Jungs. Abklatschen, wichtig. Mund abwischen, weitermachen. Manfred Starke. Also ich sag euch, bei aller Liebe, Manfred Starke, was muss ich denn für den ausgeben? Der ist 32, hat kein Jahr Vertrag. Nikos, danke dir, mein Bester. Tiefe. 310. Ja, komm. 310. Manfred Starke. 8er, 6er, auch 10er. Brauchen wir. Auch für die Kadertiefe. Der hilft uns ein Jahr weiter. Namibia damit vergeben. Aber trotzdem wichtig, Leute. Was kriegt der jetzt? 2000. Ist ja zufrieden. Und damit nächste Nation. Namibia, aber auch ein Spieler, der Erfahrung in der Liga hat. Erfahrener Mann in der Liga mit einer 66. Und jetzt lass mich mal kochen. Jetzt brauchen wir nämlich jetzt auch noch mal ein bisschen was für die Position. Für die Aufstellung. Wir gehen aufs 4-2-3-1 in der Breiten. Starke einmal hier auf ein bisschen auf dem ZM. Jetzt haben wir halt 2-8er so, ne? Das ist schon ein bisschen sehr. Kapitän kriegt dann auch erstmal Starke. Der kriegt direkt die Binde. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen an sich noch ein bisschen Kadertiefe. Okay.
Das ist erstmal das, was wir anbieten können. Jeder Spieler, Nation, das passt. Ey, Jungs, Leute, wir brauchen jetzt 3 Punkte. Das Ganze, unser gesamtes Konzept darf jetzt hier nicht scheitern an der Stelle. Also, wir spielen von rechts nach links in Schwarz gegen Ulm. Auswärtsspiel. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten. Superball, komm. Ja! Garbett, unser neuseeländischer Zehner. Was ist eigentlich mit unserem Stürmer? Was ist mit Fajardo? Das war halt Rekordtransfer, jetzt am Ball. Ich sag nie wieder was. Wow. Doppelpack, also jetzt von einem Spieler, aber Bro, 2-0 in der ersten Hälfte, gefällt mir. Die neue Formation scheint zu funktionieren. Yusuf auf außen, hängen geblieben. Schön zumachen die Ecken. Schön zumachen jetzt. Oh, das ist schlecht verteidigt. Da sah unser Kollege aus Litauen gar nicht gut aus. Den ziehe ich mir mal ganz kurz zu mir. Und sag, Junge, die restlichen 20 Minuten wirst du bitte, oder die letzten 30 Minuten wirst du bitte nur noch hinten stehen. Schiri kann auch mal pfeifen. Super. Und weg damit. 3 Punkte. Auswärtssieg. Vamos. 6 Punkte aus 4 Spielen. Es geht langsam los. Jetzt noch mal ein paar Interviews. Ja, Stark hat ein super Spiel gemacht. Wir haben sie das enttäuschende Debüt gesehen. Was, er war super gut. Wir waren besser vorbereitet. Schön, Junge. Ja, wir konzentrieren uns einfach auf unser Spiel. Das ist doch ein Traum, Leute. Yusuf auch mit einer Vorlage. Fajardo hat auch mal direkt gescored. Es läuft doch. Es läuft doch, Leute. Wir haben momentaner Stand 2 Millionen noch auf der Tasche. Und wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen auf jeden Fall noch den Kader ein bisschen breiter bekommen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen dritten IV. Das ist eigentlich super wichtig. Wir brauchen einen Achter. Wir brauchen eigentlich, also es ist auch schon eigentlich sehr riskant zu sagen, dass wir nicht mit einem zweiten Torwart in die Saison gehen. Ja. Eine Sache, die wir uns jetzt mal nur für die Kadertiefe verpflichten werden, ist der einzige Spieler aus Nepal. Kiran Limbu. 33 Jahre alt, ist der einzige Spieler in FIFA, den es aus diesem Land gibt. Wir klopfen an. Aber ja, wir brauchen halt auch einen zweiten Keeper, den wir uns im Notfall da mal reinstellen können. Und der ist, glaube ich, auch super für die Kabine. Aber Bro, ich kann da nicht mehr als 100.000 auf den Tisch bieten. 100.000, Bro. Das ist eigentlich, keiner wird diesen Verein anrufen und sagen. Ja, danke, Bro. Ich glaube, ich schwöre, ich habe jetzt gerade, weiß ich nicht, das sind Weltrekordnachrichten. Kiran Limbu macht 50. Ah, Digga, scheiße. Ich wurde so abgezogen. Der macht Musik in der Kabine. Ja, Rotationsspieler. Ist okay für ihn. 2 Jahre Vertrag. Nochmal sich das gut gehen lassen in Deutschland. Keine Freigabesumme. Ich glaube, es ist nicht notwendig. Digga, Gehalt ist krass, ne? Jetzt Gehalt ist halt, kann Skandal werden. Aber Bro, kickst du nicht auch für 600 Euro?
Einstiegsbonus von 3,8. Da will er sich eine neue Küche kaufen. Naja, komm, machen wir. Gut, haben wir den ersten Spieler für die Bank. Der wird da sehr sicher nur auf der Bank sein. 33-jähriger Torwart aus Nepal. Für 100.000. Na, was wäre drin gewesen? Für wie wenig hätte ich den verkauft? 60.000. So, dann, wir brauchen weitere Backups. Ich finde, Trinidad und Tobago, Daniel Phillips, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ein bisschen defensiv auch was. Wobei, ich glaube, die Calls aus Tansania waren auch geil. Novatos Miroshi aus Tansania hatte echt ein super Rating, hattet ihr mir gesagt. Eine 67 mit 20 Jahren. Was hat denn der für einen Preis in FIFA? Sehr teuer. 2,1. Ist nicht drin. Wie sah es aus mit Charles Mbobwa? 300.000 für einen 60er. Digga, der ist 1,64 für die 6. Aber ihr müsst euch halt vorstellen, damit verbraten wir uns halt potenziell solche Spieler. Das ist doch scheiße. Wir können Tansania nicht machen. Was war bei, in Uganda gab es nicht viel, oder? Was ist mit Bevis Mugabe? Was hatte Mugabe, bitte nochmal, ich brauche mal ganz kurz die Werte von Mugabe und den Preis dazu. 64er für 500.000 Angriff. Der Spieler ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Okay, dann aber Bilal Ninje, der einzige Spieler aus Somalia. Da brauche ich jetzt mal beide Daten. Rating und einmal den Preis. Mal zu. Ich habe nicht so viel zu quatschen. 400.000. Ich habe da einen Plan, ich habe da eine Mission. Hör mir mal zu. 660 und 10%. Bisschen frech. 500 und wir haben ein Deal. Macht er. Warmos, wichtig. Somalia. Gut, 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 gut. Das ist wichtig. Mal jemanden, den du auch mal vorne in den Sturm reinwerfen kannst. Einen, den du auf den Flügel bringen kannst. Der bringt ein bisschen was. So. Rotationsspieler. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Wichtig bist du natürlich auch. Natürlich. Vanuatu hat einen guten IV mit 68. Ist der einzige Spieler der Nation. Wir gehen gleich rein in Vanuatu. Vier Jahre gebe ich dir. Eingabesumme, du musst deine Karriere hier beenden. Was verdient der? St. Lucia gibt es nur drei Spieler, zwei davon IV mit 67, die beide 30 sollten dementsprechend günstig sein. Machen bestimmt gut Stimmung nach den beiden olympischen Medaillen in den letzten Tagen. 1K Max. Ja, komm. Ja, das war krass mit seinem Buchstaben Sprint, ne? Bei den Frauen. 16K Einstiegsbonus. Ey Leute, ihr habt aber auch alle. Ihr wollt mir ein bisschen zu viel, ne? Sind jetzt eigentlich alle aus der Basismannschaft schon raus? Nee, viele aber. Aber es läuft auf jeden Fall so darauf hinaus, dass wir nur Spieler mittlerweile jetzt hier am Start haben werden, die auch wirklich, wir sind auf einem guten Weg, die Saison halt nur mit Spielern zu zocken, die nur so am valid sind für die Challenge. Was hältst du von Matthias Kate Estland als 6er, 8er, hat 1,1 Millionen Marktwert? Estland kenne ich mich eigentlich, boah, Estland hat einen krassen Keeper bei Arsenal, Hein, der wäre eigentlich ein easy Ding. Aber eigentlich könnte man schon Estland machen. Kann ich nicht eigentlich auch mit der Tastatur tippen? Ach, Digga, das ist... Das sind auch schon wieder so Sachen. Okay, drei Tage an dem... Matthias, hör mir mal zu. Mal anfragen. Weil ich glaube, wir haben doch noch sogar irgendwelche Spieler mit einer 1 hinten, die wir nicht mehr brauchen. Sieht echt schon super aus. Halt Patrick Schumann.
machen, als der einzige Atze, den ich noch im Angebot hatte. Ich habe keinen Bock auf Zug machen, Level 1,25. Summe ist das, was ich machen kann, 800k. Wahrscheinlich wird er da jetzt sagen, ja, mach ich. Und dann gibt es halt noch ein bisschen mehr Prozente. Prozent. Wir müssen uns noch ein bisschen Luft nach oben halten. Trippiger, danke dir. Was? Was? Bro, das könnte unser letztes Puzzleteil sein, aber Gehalt könnte jetzt krachen. Digga, also 2.000 bis 4.000. Haben wir schon andere Europäer? Ja, Litauen, Island, Finnland. Wie kann ich den denn anbieten? Manu, wir haben so gemacht. Gibt es auch Ratenzahlung? Ey, wir müssen Schuhmacher verkaufen. Machen wir eine schöne glatte Summe, mein Bester. Machen wir eine Million. Und dann haben wir das Ding einfach mal geklärt. Zack. Super. Eine glatte Mio. Wenn die Mio noch vor Ablauf der Transferperiode überwiesen wird, dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen Spieler für einen 5. Dann können wir vielleicht eine Bank stellen in der dritten Liga. Wir müssen aber erstmal auch nochmal gegen die Schanzer, gegen den FCI ran. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Digga, der muss doch normalerweise so auseinandergenommen werden. Scheiße, das ist ja sogar ein Derby, ne? Der Nietzsche-Wechsel von Ott ist eins der größten Schnäppchen des Jahres. Bekommt er gegen Ingolstadt? Ja, ja. Wir pushen erstmal Nietzsche, der kommt rein in der 60. Warum halten sie an Tutsi Skinas als Startspieler fest, obwohl in den letzten Spielen kein Aufwärtstrend. Ja, Bro, wir haben keinen anderen LV. Wir haben halt keinen anderen Spieler für die Position. Beeinflusst der knappe Sieg im letzten Spiel ihre Strategie gegen den FCI? Nee. Oh, oh mein Gott, erstmal die Scheißantwort. Danke fürs Kommen. Ja, moin, geile PK war's, die geil gemacht auf jeden Fall. Das läuft super. Ey, aber an sich sieht die Truppe gar nicht so verkehrt aus. Leute, jetzt erstmal Punktspiel, ne? Malawi nicht vergessen. Wir checken gleich Malawi ab. Aber den Estländer müssen wir uns auch holen. Die Offensive ist krass. Mal gucken, wie es jetzt lang wird hier. Heute ist halt der Laggy-Laptop-Tag, ne? Ich weiß nicht, wie sehr hier eine Simulation zwischen Inter-GAG und FCI alles zum Krachen bringt. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Okay, dann müssen wir, ich würde mal sagen, wir springen mal zum Ergebnis.
Ey Leute, das muss morgen irgendwie, ich muss das morgen gefixt bekommen. Sag mal, Taktikansicht. Was ist denn heute los? Komm Jungs, bitte. 1-1. Nietzsche kam noch rein. Garbett, unser Neuseeländer. Und spätes Gegentor. Wo sind wir denn momentan? Wir sind auf der 10. Mit 7 Punkten. Schumacher verkauft, Bro. Wir haben Geld bekommen. So, wir probieren das Gleiche nochmal. Wir holen uns den Estländer jetzt erstmal. Spielertausch, der wollte den Außenverteidiger. Matthias Weber. Und nochmal eine Transfersumme. 800k, glaube ich, waren das, ne? Wir haben einen unserer Spieler verkauft, wollen wir wieder verhandeln. So, im zweiten Anlauf holen wir uns jetzt Matze. Hier aus Rumänien, Estländer. 3000 Euro kann ich in der Woche. Nimmt er sofort mit. So, dann zeig mir mal bitte her. Erstmal Schumacher für 1 Million nach Teneriffa. Bestmöglicher Deal. Super. Und Matthias Kate. Weber weg und 800.000. Ein C. Aber eine 66 ist okay. 1,1 Millionen ist okay. So, das ist erstmal gut, dass wir jetzt auf jeden Fall eine 8 an sich so haben. Was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich irgendwie nochmal ein Defensiv-Backup. Ab Werde gibt es dort einen Spieler, ist IV und 70 rated. Ja, aber hat Kap Verde dann auch keine anderen Spieler? Zweiten Stürmer? Ich schwöre, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die beiden Flügelspieler mit den beiden Flügeln. Wir haben zwei Offensivspieler. Ich glaube, dass das reicht bis zum Winter. James Wilden, IVRV aus Antigua und Barbuda, 800k 65er. Bro, ich finde, das bockt so sehr. Man beschäftigt sich halt mit den Spielern auf eine ganz andere Art und Weise. 63, 600k. Es gibt halt zwei Spieler. Ist halt ein IV, ist ein super Backup. Komm, rein damit. Ich werde jetzt hier kochen. Der wird für 400.000, wird er bei uns im Verein spielen. Joe, 450. Nee, 400. Er hittet mich mit der reinsten Zeitverschwendung. Alright, Luther James Wilden. Einmal bitte die Eckdaten. Bro, schau mal vor, der Spieler wird so eingeflogen zu mir. Und ich sag zu meinen Leuten, zu meinen Scouts, also euch, sag ich so, Leute, gebt mir mal bitte ganz kurz Daten. Nicht, dass sie eine 1 hinten am Namen haben. Das hat an sich eigentlich gar nichts mit den Spielern an sich zu tun.
aber geil, wir haben kaum noch Spieler mit einer 1 hinten. Ich glaube 3 Stück. Klasse, Baumann. Boah, aber 860.000 finde ich. Er ist halt flexibel, er kann auch IV spielen. Dann beenden wir die Verhandlung hier. Okay, gib mir mal bitte ein paar Daten bitte zu unserem Kollegen aus Guatemala. Bisschen zu einfach. Was gibt's denn noch aus Guatemala? Basilo Ndong. Den haben wir doch gescoutet. Bro, ich sag euch ehrlich, ich glaube, wir werden einfach diesen Dingsspielern, wir werden unseren Dingsspieler, wir werden den nicht halt los. Kein Verein will den haben. Aber LV für LV könnte vielleicht klappen. Äquatorial Guinea, Bro, hat nur 66 und 24, ne? Aber halt Marktwert. Wir können ja nur mal fragen. Boah, das könnten wir halt machen. Ist halt nur die Frage, sollten wir das machen? Ja, oder? I mean, why not? Hat noch ein bisschen Potenzial, 24. Ist halt LV. Der ist halt eigentlich besser als der Typ aus Litauen, ne? Eigentlich müssen wir den halt spielen lassen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir den Trade machen. Damit die nächste Nation verbraucht, Äquatorial Guinea. Und damit erstmal, nochmal, jetzt mal ganz kurzer Stand der Dinge. Wir haben jetzt nur noch 700.000. Und ich würde, wenn, jetzt wirklich nur noch einen günstigen IV holen wollen. Wir holen jetzt erstmal den Litauen. Atzen holen wir uns jetzt erstmal auf die Bank und starten natürlich einen Dong und haben halt auf der 8 Kate, den wir eigentlich spielen lassen sollten. Aber eigentlich nicht über Starke. Starke hat eigentlich super gut gespielt. Wie machen wir denn das? Hol halt den aus Paraguay. Carol raus. Boah, Carol kann halt im Notfall auch. Kate ist jünger. Das stimmt schon. Was mit Yusuf passiert? Yusuf ist das hier. Abdurizak. Auf dem Verein ist er. Formation ändern. Starke raus, auch wenn es hart ist. Boah, nee, Starke ist eigentlich super gut gewesen bis dato. Wir haben halt immer noch halt als Easy Snack unseren Kollegen aus Südsudan. Wir können halt immer noch den Nicolas Samayoa verpflichten, aber irgendwie, glaube ich, war da ein Scheiß-Call, weil der ist nicht die 600.000, die wir geboten haben, der ist weniger wert. Ich glaube, wir klopfen mal bei dem einen Spieler, also das ist halt jetzt ein Offensivspieler wieder.
aber kann vielleicht nicht schaden. Einfach nochmal für die Kadertiefe. Könnt ihr mir nochmal ganz kurz zu Ayom Majok Rating? Ach, der ist so viel wert. Das hab ich unterschätzt. Ne, 56 300k. Ist ja das, was ich meine. Wer da vielleicht jetzt mal so 170.000 reinwerfen. Ja, Leute, was soll ich da machen? Das ist halt ein Selbstläufer. Hat kein hohes Rating, aber ist der einzige Spieler aus Südsudan. Kann nicht schaden. Ist 20. Das Guatemala ist nicht overpriced. Okay, aber jetzt haben wir halt nicht mehr so viel Geld. Bestmöglicher die 190. Ich sag euch so viel. Ich glaube, wir müssen mit dieser Elf in die Saison gehen. Bis auf den einen dritten Torhüter ist auch die komplette Bank auch storytechnisch richtig. Wir haben nur noch drei Spieler mit einer 1 hinten und die sind alle auch nichts wert. Ben, sei danke dir. Digga, das ist eigentlich so eine kranke Scheiße, was wir hier machen, ne? Und jetzt gegen die 68 auch. Hol noch den Paraguay als IV-Backup. 33 geht das schon noch. Was hat denn der Paraguay-Atze für ein Rating gehabt? Und für einen Wert? Wir haben halt nichts mehr, ne? Nee, Bro, Real Talk Paraguay ist mir zu früh. Damit ist jetzt erstmal Transferperiode vorbei. Das wird kein Aufstieg. Ihr vertraut nicht. Wir müssen, by the way, generell gucken, dass wir das Training nochmal ein bisschen verfeinern. Achso, ich kann den einen Trainer auch nur da. Oh mein Gott. Okay, wir sollten auf jeden Fall den Coach eher aufs Mittelfeld packen und dann ein bisschen was machen. Der Trainer kostet 4.600. Das ist okay. Wir müssen ja auch die Jungs ein bisschen, wir müssen die auch ein bisschen fit halten, ne? So, die Simulation wird ein bisschen sehr laggen, weswegen wir direkt zum Ziel springen. Wir haben heute eine laggy Session. Oder warte mal, vielleicht klappt es heute. Vielleicht klappt es ja jetzt richtig. Wir gehen rein gegen 1860. Die haben genauso viele Punkte. 7 Punkte nach 5 Spielen, genauso wie wir. Kein gutes Gefühl gerade. Nee, wir springen zum Ergebnis. Come on, Jungs. 0-0. Okay, kommt für Starke rein. Am Ende kommt nochmal unser Litauer. 70% Ballbesitz aber. Bro, wir haben Nationalspieler. Willst du mich verarschen? Ado spielt für Finnland und Grettason für Island. Bro, wir haben zwei europäische Nationalspieler. Alter, jetzt geht's auch. Was ist in der Jugendakademie? Nein, ihr habt keine Chance bei mir. Die müssen sich erstmal alle kennenlernen. Ja, natürlich, die müssen sich erstmal kennenlernen. Die müssen erstmal ein bisschen warm werden miteinander. Und ich sage auch ganz ehrlich, jetzt Heimspiel gegen Sandhausen, wir gewinnen. Komm, bitte holt mir den Sieg. 3 Punkte und Tore. Wir gehen 1-0 in Führung durch Alo, durch unseren Rechtsverteidiger. Um am Ende das Ding wieder zu verlieren. Vielleicht müssen wir da nochmal an der Taktik schrauben oder whatever. Aber ich kann mir ja momentan die Spiele selber nicht mal angucken. Ich glaube, da muss man auch nicht trainiert werden. Leute, ich sag euch so viel. Wir sind heute trotz dessen auf jeden Fall wieder weiter vorangekommen. Das ist ja auch das sehr, sehr Wichtige.
Ihr müsst es nur hinbekommen, dass ich halt, also ich hoffe, ich kriege das morgen hin, dass das Ding morgen lagfrei läuft. Ich will ja auf jeden Fall die Simulation richtig zocken. Aber ich meine, wir haben es ja schon auf jeden Fall hinbekommen. Aber es kann auf jeden Fall auch kein, also es kann ja nicht angehen, dass ich meinen einen Monitor ausmache und so alles super scuffed ist, weil das ist halt echt schrecklich.